Könnten Sie sich denn vorstellen, dass ein heutiger Autor nochmal einen solchen Romanzyklus schreibt? Ich fand das einen unglaublich freien, luziden Text. Bei jedem Essay, die immer wahnsinnig polemisch sind, rege ich mich auf. Und dann rege ich mich danach noch mehr über mich auf, dass ich mich aufrege. Ich war eigentlich dagegen, ich wollte das nicht lesen, warum sei dahingestellt. Ich bin aber begeistert, dass Sie mir das sozusagen in die Hand gegeben haben. Herzlich willkommen zum Lesenswert-Quartett. Passend zu den langen Winterabenden widmet sich unser literarisches Quartett von Lesenswert diesmal literarischen Klassikern mit von der Partie. Meine Lesenswert-Moderatorin-Kollegin Felicitas von Lovenberg, Leiterin des Literaturteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Itschomar Mangold, Literaturchef der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Und den roten Teppich haben wir diesmal ausgerollt für unseren Gast, die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow, die ich herzlich begrüßen möchte. Nehmen Sie Platz, Frau Levitscharow. Darf ich Sie als erstes vielleicht fragen, welche Rolle spielt eigentlich für Ihr Lesen, für Ihre Arbeit, für Ihr Leben die Klassik? Ein großes Bedeutungselement auf jeden Fall, immer schon gewesen. Ich lese gerne rückwärts und Aktuelles und dann aber sofort auch wieder zurück. Die Mischung macht's. Darauf kommt es an. Wenn Sie zur Klassik greifen, Itschomar Mangold, machen Sie das als Überprüfung der eigenen Maßstäbe? Eicht man sich sozusagen an solchen Texten oder welche Funktion hat die Klassikerlektüre? Naja, jeder Beruf bringt ja so eine bestimmte Berufsneurose mit. Ob die dann so stimmt, weiß man gar nicht. Und ich glaube, wir Literaturkritiker, wir sagen immer, wie schön könnte das Leben sein, wenn wir nur den Kanon lesen dürften und nicht immer die Neuerscheinung lesen müssen. Ja, deswegen freue ich mich immer, wenn wir das Quartett über die Klassiker machen. Es hat doch irgendwie so eine andere Substantialität. Auch deswegen, vielleicht werden wir das bei den Büchern auch feststellen, dass man auch Bücher nicht mögen muss, um es trotzdem total spannend zu finden, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, weil man einfach merkt, das ist so ein Maßstab. Felicitas von Lovenberg, haben Sie gute Laune, wenn Sie sich aufs Klassikerquartett vorbereiten? Bessere als mit der Gegenwartsliteratur? Nicht bei jeder, also sozusagen kann man nicht kategorisieren, aber grundsätzlich gute Laune, wenn es an die Klassiker geht, immer. Weil ich dann auch, man entdeckt ja vieles, von dem man wünschte, man hätte es ohnehin schon immer mal gelesen. Man entdeckt Dinge wieder, also gerade dieses Mal, da habe ich ein Buch wiederentdeckt, was ich früher mal zumindest glaubte gelesen zu haben. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob es dasselbe war. Also ich finde das mit das Schönste, was wir machen dürfen, ist über Klassiker reden. Und natürlich, ehrlich gesagt, diese Lesen. Und es ist ja auch interessant, wie man sich in seinen Reaktionen auf bestimmte Texte verändert. Die Bücher lesen uns ja auch selber in gewisser Weise. Dann also Ad Fontes. Beginnen wir mit der klassischen Literatur, mit der antiken Literatur. Beginnen wir mit einer neuen Übersetzung von Klaus Binder von Lucrez, De Rerum Natura, über die Natur der Dinge. Itschomar Mangold stellt Lucrez vor. Ich stelle Lucrez vor und ein bisschen auch seine Rezeptionsgeschichte, denn die macht dieses Buch schon tatsächlich zum einzigartigen Phänomen. Lucrez lebte knapp im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, also Zeitgenosse von Cicero und von Caesar. Er hat sich selber als ein Anhänger des griechischen Philosophen Epikur verstanden. Epikur ist der Erste, der eine reine Welt der Diesseitigkeit, der Immanenz entwickelt. Und darauf bezieht sich Lucrez in seinem Werk, das den Titel trägt über die Natur der Dinge. Und aus heutiger Sicht ist das Werk so erstaunlich, weil es eigentlich unsere Vorstellung eines atomaren Aufbaus des Universums komplett vorwegnimmt. Lucrez entwirft einen Kosmos, zwar mit Göttern, aber die Götter sind keine Schaffenden. Die haben nichts geschaffen, die spielen eigentlich auch keine Rolle. Die existieren auf so einer anderen Ebene möglicherweise auch nebenher. Die leben quasi im Augustinum, im Luxusaltenheim und sind zum Nichtstun verdammt. Und kümmern sich nicht um die Menschen und nicht um die Welt. Und, das wäre im Augustinum aber anders. Ja, und Lucrez versucht aufzubauen, was heißt es, sich eine Welt vorzustellen, in der es auch kein Leben nach dem Tod gibt, in der die Seele identisch ist mit dem Leib. Kurze Rezeptionsgeschichte. Auch für die antike Welt war das durchaus eine Herausforderung, eine solche Weltsicht zu akzeptieren. Gleichwohl wurde er damals unter anderem zum Beispiel auch noch bei Cicero zitiert. Mit dem Sieg des Christentums, als
Kaiser Konstantin das Römische Reich zum Christentum überging, wurde Lucrez gewissermaßen zur Seite geschoben von dem Kirchenvater Hieronymus, sind Verdammungsurteile überliefert und die Schrift ging verloren, bis dann irgendwann einer der Humanisten des 15. Jahrhunderts in einem Kloster bei Fulda diese Handschrift wieder entdeckte. Und seither ist sie natürlich für die gesamte moderne naturwissenschaftliche Weltbetrachtung wie so eine Offenbarungsschrift, als hätte dieser Lucrez vieles schon vorweggenommen. Im Grunde hat ja dieser Text mit einer Fernwirkung die Renaissance mit ausgelöst. Und dieser wunderbare Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt erzählt in seinem Sachbuch Die Wende, wie die Renaissance begann, genau diese Jagd nach diesem Buch. Dieses Buch ist ja nur in einer einzigen Handschrift auf uns gekommen, die eben damals gefunden wurde. Man darf spekulieren, hier in Deutschland im Kloster in Fulda können wir diesen Text lesen. Aber das Sensationelle an diesem Text ist doch wohl, dass er auch heute noch wirklich grundstürzlerische Einsichten enthält. Zum Beispiel, wir brauchen vor dem Tod keine Angst zu haben. Diese Todesfurcht nimmt uns die epikureische Philosophie, nimmt uns Lucrez. Aber funktioniert denn das heute? Hat sie die Argumentation überzeugt? Ja, genau, wollte ich auch sagen. Fragen wir Sibylle Levitschau. Mir hat die Todesfurcht nicht genommen, wiewohl ich vieles sehr, sehr gerne gelesen habe. Aber ich habe mich eher, sagen wir so, wenn ich an die für mich vergnüglichen Teile denke, finde ich einfach, dass Naturphänomene irrsinnig gut beschrieben sind. Egal, ob es nun Windverhältnisse, Wolken, und es ist eine riesige Naturschau ist eröffnet. Also da ist schon eine Form auch der Durchdringung der Geistigen. Und man muss ja doch wissen, dass es im Original zumindest in einer Form der Lyrik, in Hexametern. Abgefasst ist. Und jetzt 7409 Hexameterzeilen genau. Hat nun dieses jetzt, Poem. Das hier ist aber eine Übertragung in... Ja. Rhythmisierte Prosa. Was bitte schön ist rhythmisierte Prosa? Vermag irgendjemand nicht rhythmisierte Prosa zu schreiben? Ja, vermag schon, sollte man vielleicht unterlassen. Aber ich habe es auch sehr gern gelesen und das Argument, dass man sagt, wenn ich es mich sozusagen frei mache von den Hexametern, dann kann ich näher an dem ursprünglichen Sinn bleiben, weil ich muss nicht zwangsreimen. Das leuchtet mir sehr ein, dass es eine Befreiung ist, die ermöglicht, vielleicht tatsächlich näher an der Sprache des Lucrez zu sein, dass empfinde ich, wenn ich diesen Text lese, ohne dass ich es jetzt vorführen kann, weil ich mich bei den alten Übersetzungen nicht so auskenne. Mich hat völlig auch überzeugt, was Stephen Greenblatt eben auch geschrieben hat, nämlich, dass das so schön ist, dass gewissermaßen Lucrez durch die Schönheit seiner Sprache uns etwas wiedergibt, was er uns gleichzeitig nimmt. Nämlich, er sagt ja eben, also sobald der Körper stirbt, ist auch die Seele tot und dadurch, dass die Götter, die es zwar irgendwo gibt, aber weil es eben Götter sind, kümmern sie sich nicht um uns Menschen und das, was wir vielleicht an religiösen Ritualen tun. Also das ist alles völlig vergeblich. Also wer darin einen Entsetzensschlund sieht, was ich jetzt nicht tue, dem wird aber dann eine Brücke gebaut durch eben einfach diese sehr, sehr schöne Sprache, diese Beschreibung. Gleichwohl ist das natürlich kein Buch, was man jetzt so in einem runterliest. Ja, also das muss man jetzt einfach mal sagen. Das ist ein Buch, wo man immer wieder Passagen liest, darüber staunt, darüber nachdenkt. Je nach Stimmung ist das aber auch lässt einen das auch etwas ratlos zurück. Ich fand wunderschön zum Beispiel die Beschreibung von Blitzen. Es gibt auch mächtig, es geht auch richtig zur Sache, muss man ja sagen. Also die Welt und die Materie und was die Materien auch aneinander anzieht und so, das beschreibt Lucrez schon mit also einiger wir haben Lust. Hier eine Kosmogonie vor uns, das Werk ist ja in 6 Büchern aufgeteilt. Zwei jeweils für den Mikrokosmos, für den Makrokosmos und 2 für die Psyche des Menschen, Geist sozusagen. Aber wenn ich dann lese, und ich habe das jetzt in einem Rutsch schon gelesen, denn stets muss das Alte weichen, Platz schaffen dem Neuen. Ein Ding muss aus anderen sich erneuern. Doch selbst dann gilt, keinem ist des Tartarus schwarzer Schlund bestimmt. Dann löst das doch irgendwo Ataraxie in einem aus. Das ist doch nur mal wirklich eine frohe Botschaft. Fürchte dich nicht, niemand kommt in die Hölle. Hab keine Angst. Also ich hatte mit dem Buch auch meine ideologischen Bauchschmerzen, besonders bei den 2 Vorworten. Das eine stammt von diesem glänzenden Berkeley-Literaturwissenschaftler Greenblatt, der ein ganzes Buch über die Entdeckung dieser Handschrift geschrieben hat und der vor allem ein bewundernswürdiger Shakespeare-Kenner ist, dessen Shakespeare-Bücher ich über alles liebe. Und das andere, 2. Vorwort stammt von Klaus Binder, dem Übersetzer. Und beide, für meinen Geschmack, machen sich diesen Lucrez zu sehr zunutze, um die eigene Position
stark zu machen. Greenblatt, seine antiklerikale Position. Binder, so eine Position, eine, mit der quasi unser gegenwärtiges Wissenschaftsverständnis aus dem Geiste Lucrez zu kritisieren versucht. Nämlich, Lucrez ist der, der noch mit den Sinnen wahrnahm und Wissenschaft auf der Basis von Anschaulichkeit gemacht hat, während wir modernen nur noch ein instrumentelles, experimentelles... Wir schauen durchs Elektronenmikroskop. Und das finde ich beides so ein bisschen... Nee, lass den Lucrez mal das sein, was er da ist, und überschätzen wir ihn das auch mal nicht. Wenn er zum Beispiel das Universum... das war eine Überlegung von mir, vielleicht widersprecht ihr. Wenn er sagt, das Universum besteht aus nichts als aus Atom und Leere, dann kann man sagen, ja, so sehen wir das auch. Stimmt das aber eigentlich? Nee, in Wahrheit leben wir doch in einer ganz anderen Epistemologie, nämlich in einer, wo wir ständig kleinste Teile entdecken und feststellen, die sind nochmal teilbar. Die Quantenphysik hat natürlich Lucrez nicht. Über die Quarze hinaus. Das heißt, ob es tatsächlich diese letztkleinsten Einheiten gibt, wissen wir überhaupt nicht. Das ist nur eine Hypothese. Also das wäre Fülle, unendlich, gestopftes Universum eigentlich irgendwie. Das muss man dann vielleicht auch nicht erwarten. Ich fand das einen unglaublich freien, luziden Text, wo man denkt, meine Güte, frei irgendwie von Schlacken, also auch Schlacken im Kopf von Lucrez, dass man das liest und denkt, meine Güte, diese Klarheit, ich empfinde die so nicht, aber wenn sie einem so vorgeführt wird, ist das einfach wahnsinnig beeindruckend. Ja, aber er ist schon auch so ein auf den Tisch hauender Polemiker das macht und es ja so. Volksaufklärer, der auch sehr dogmatisch ist. Und ich bin nicht der Meinung, dass nur eine Weltsicht, in der überhaupt nichts vorkommt, was jenseits der materiellen Greifbarkeit ist, zählen darf. Aber diese Feier der Lust von Sex, so. Ein Geist, der 1500 Jahre Christentum nicht hinter sich hat, ist das nicht eine wunderbare Tür, eine Frischluftzufuhr? Ja. Ich würde auch sagen, seine sinnlich stärkste Seite ist gar nicht, wenn er versucht zu beschreiben, warum zwischen den Atomen noch Leere sein muss. Da wird es manchmal nämlich doch ein bisschen mühsam. Sondern der großartige Sprachkünstler ist er eigentlich dann, wenn er entweder polemisch wird, gegen Heraklit oder gegen Empedokles, also oder Konkurrenz. Wenn er einmal Sizilien als Insel beschreibt. Unfassbar, das ist heute noch so nachvollziehbar. Man hat dieses Dreieck vor Augen, die Meerenge von Messina, Skylla und Charybdis, der Ätna, und das wird alles in überschäumenden, sinnlichen, in mediterran kraftvollen Farben beschrieben. Einen kleinen Satz darf ich mir doch noch erlauben zu dieser Ausgabe im Galliani Verlag. Diese Übersetzung von Klaus Binder, gut und schön. Die Anmerkungen, alles wunderbar. Aber ich erwarte von einem solchen Prachtband wenigstens eine zweisprachige Ausgabe. Das hätte hier noch drin sein müssen. Ich möchte diesen lateinischen Text wenn ich eine solche Ausgabe vorlege, das muss gerade wenn es in Prosa ist. Das ist herstellerisch doch heute überhaupt kein Problem. Ich finde auch nicht eine zweisprachige, sondern eine mit zwei Lesebänden. Das habe ich mir auch gewünscht. Eine für den Kommentar und eine für den Fließtext. Dazu kommen wir dann gleich. Ja. Ich fand aber auch ein bisschen übertrieben, neu übersetzt und reich kommentiert von Klaus Binder. Ich meine, kann man auch arm kommentieren? Also es ist irgendwie das steht dann aber nicht vorne drauf. Wir sollten trotzdem die Schönheit der Ausgabe loben, weil das ist wirklich geklügt. Also wie sie gemacht ist, ganz einfach jetzt, wie sie aussieht, wie die Typografie ist, das finde ich schon sehr, sehr gelungen. Das ist ein schöner Band. Also ich habe den außerordentlich gern in den Händen, verschleppe ihn gern ins Bett. Also das ist, tue ich nicht mit jedem Buch. Dann bin ich ja mal gespannt. Machen wir vielleicht hier einen Punkt zu Lucrez über die Natur der Dinge, erschienen in der Übersetzung von Klaus Binder im Galliani Verlag. Und kommen nach einem riesigen zeitlichen Sprung von etwa 1800 Jahren zum Hauptwerk des monumentalen Romanzyklus von Honoré de Balzac, der menschlichen Komödie, die nun in einer neuen Übersetzung von Melanie Waltz erschienen ist, die Illusions Perdues, die verlorenen Illusionen von Balzac, vorgestellt von Felicitas von Lovenberg. Ja, das war ein Roman, von dem ich glaubte, ihn eigentlich bereits zu kennen. Und wenn man ihn dann eben doch noch mal so ganz und gar liest, es gibt eine fantastische Hörspielfassung übrigens, die ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Also, Balzac, Verlorene Illusion, ist entstanden zwischen 1837 und, ich glaube, Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts. Er spielt zur Zeit der Restauration in Frankreich, also 1821-22. Der Roman ist geschrieben in drei Teilen, ist schon fast zu wenig gesagt, sind eigentlich drei Bücher, aus denen sich die verlorene Illusion zusammensetzen. Und die sind auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstmals publiziert worden. Das merkt man auch, finde ich. Darauf kommen wir sicherlich gleich noch zurück. Der
Hauptteil, über den ich hier jetzt reden möchte, ist ein großer Mann aus der Provinz in Paris. Der große Mann aus der Provinz ist Lucien Chardon. Das ist der Sohn eines Apothekers und einer Hebamme. Diese Hebamme ist ehemals Hochwohl geboren und hieß de Rubempré und wurde von dem Apotheker geheiratet und somit vor der Guillotine bewahrt. Und nun hat aber Lucien, der sehr schön ist, wie immer wieder betont wird, sehr talentiert. Der Mann ist Anfang 20 und möchte ein großer Dichter werden, hat möglicherweise auch das Zeug dazu. Und er lebt im südfranzösischen Angoulême und er verliebt sich in die erste Dame des Ortes, die deutlich älter ist als er und auch deutlich verheiratet, die sich aber doch sehr an diesem Werben erfreut. Und Madame Barston und schließlich und endlich brechen sie dann zusammen nach Paris auf. Davor gibt es noch Duelle und so, das muss man hier alles nicht nacherzählen. Der Hauptteil in Paris ist der zentrale für den Roman. Lucien hat sich noch 1000 Francs geliehen und gibt die sofort aus für eine neue Garderobe und blamiert sich bereits bei seinem ersten Auftritt in der Pariser Oper. Das ist eine Szene, die einem wirklich, also da wird einem ganz, ganz klar, was es heißt, in der vornehmer Gesellschaft irgendwie die falschen Schuhe anzuhaben. Das ist eine einzige Mobbing-Anleitung. Sollten Sie jemanden wirklich sozial kompromittieren wollen, hier lernt man, wie es gemacht wird. Also ist der arme Lucien bereits praktisch nach einer Woche in Paris völlig verarmt. Madame Barston sieht also ein, dass sie sich mit ihrem in Angoulême noch irgendwie sehr reizenden Dichter in Paris wahrscheinlich nur blamieren wird, lässt ihn fallen. Unser Lucien gerät auf falsche Pfade, nämlich in die Fänge. Er wird schrecklich, er wird, was wir sind. Ja? Journalist. Lusto heißt sozusagen der Teufel. Wenn er eine Frau gewesen wäre, was dann aus ihm geworden wäre. Also kurzum, Lucien macht als Journalist eine gewaltige Karriere, ist plötzlich irgendwie ein angesehener Mann, aber er verkauft dafür gewissermaßen seine Seele. Er schreibt lauter Dinge, widerspricht sich selbst, er verreißt Romane, die er eigentlich gut findet und tut einfach alles nur, um der Politik des Tagesgeschäftes zu entsprechen. Er verliebt sich in eine tolle Schauspielerin, die leben dann fortan zusammen, sie fahren in edlen Kutschen, er beginnt zu spielen, er lebt in den Tag hinein und am Ende, er möchte eben unbedingt wiedererlangen den Mädchennamen seiner Mutter, de Rubempré. Es geht um diesen Adelstitel. Es geht um den Adelstitel, um endlich wie diese französischen Namen aus ihrem Mund perlen, das ist herrlich. Ich kann noch ewig so weitermachen, Herr Mangold. Na, da sollten wir aber vielleicht mal kurz innehalten. Jedenfalls mit dem Sturz des Lucien Chardon und ja, damit wollte Balzac uns einen typischen Stellvertreter des modernen Menschen offenbar vorstellen, auch einen typischen Journalisten, machen wir uns nichts vor. Nein, noch schärfer, nicht einfach nur einen typischen Journalisten, sondern einen Literaturkritiker, einen Theaterkritiker, also wirklich unser eigenes Gewerbe als das der menschlich tiefsten Verworfenheiten, genau, der größten Abgründe. Emporkömmlinge und der widerlichsten Ehrgeizlinge. Ja. Itschomar Mangold, haben Sie sich in verlorene Illusionen erkannt? Fühlen wir uns demaskiert? Ich bin immer überzeugt, dass die Menschen nicht in der Lage sind, ihre eigene Laster selbst einzusehen. Deswegen kann ich nur sagen, wenn der Balzac es so aufschreibt, wird es so sein. Der Außenblick ist immer besser als die Selbstbeobachtung. Dann fragen wir die Autorin, haben Sie uns? Nein, nicht ganz. Also ich habe mich auch gefragt, ob das in Frankreich in der Zeit wirklich so schlimm war, wie Balzac es darstellt. Es ist ja sehr, sehr hart. Doch, ich glaube, es war so. Ist es nur noch in Spanien. Ich habe ein milderes Urteil, was das angeht. Also ich bezweifle ein bisschen. Ich denke, das ist natürlich klasse zu lesen. Ja, diese unendlichen Intrigen, dieses Gewürm, dass die Journalisten sind Gewürm, mehr ist es ja nicht irgendwie so. Aber mir kommt es reichlich übertrieben vor. Also auch für die damalige Zeit. Ich glaube das nicht ganz. Ja, ich glaube schon, dass da eine satirische Absicht im Spiel ist. Aber das ist ja ein Roman, an dem Friedrich Kittler, der Literatur- und der Medienwissenschaftler, seine Freude gehabt hätte. Denn dass das in Angoulême anfängt, ist kein Zufall. Das ist die Kapitale der Papierherstellung. Genau.
Die am Anfang spielt der Roman in einer Druckerei. Wir erfahren alles etwa über Bären und toll, andere. Toll, oder? Auch die Geschichte Funktionen. Des Papiers auf das irgendwie ist drei ja eine Seiten. Ganz große Freude, was Balzac macht, nämlich, dass er diese Fachsprachen beackert. Das hat mir imponiert. Was erfahre ich hier über die Druckerei, über das Druckereiwesen, über das Wechselwesen? Der dritte Teil, er ersetzt ja ein halbes BWL-Studium. Ja, absolut, absolut. Und immer mit allen Kostenkalkulationen. Ja. Eben, ja, wann hat man schon mal Romane, die nicht scheuen, über anderthalb Seiten so eine Wechselkalkulation aufzumachen? Darf ich da zart widersprechen? Also ich finde jetzt diese Wechselgeschichte, die hat mich auch sehr, sehr elektrisiert. Aber also diese Druckereigeschichten, also die bis ins TZ, also das sind ja fast 100 Seiten Druckereigewerbe, aufs Ganze gerechnet, das war mir zu viel. Also, ja, nee, fand ich nicht. Nee. Also weil das ja auch von so Bedeutung ist sozusagen für die Geschichte. Das fand ich überhaupt das Tolle, dass ja immer wieder die Charaktere vorkommen. Aber Balzac verliert hier zumindest wirklich nicht das große Ganze je aus dem Auge. Also und diese kleinen Mini-Essays, die er einfließen lässt, die ja übrigens manchmal nur in einem einzigen Satz bestehen, wo er etwas gnadenlos auf den Punkt bringt. Irgendwie wie die Frauen in der Provinz anders lieben als die Frauen in der Stadt. Es gibt immer wieder Sätze, die man sich unter, die wollte ich mir mal alle unterstreichen und dann konnte ich es nicht, weil es eine so schöne Ausgabe ist mit Dünndruck und irgendwie bei Dünndruck, irgendwie hat man, der Stift, das ging irgendwie nicht und Halten Sie die Welt der Politik nicht für besser als die der Literatur. Alles in diesen zwei Welten ist korrupt. Jeder besticht oder wird bestochen. Ja, jetzt muss man auch dazu sagen, wir haben jetzt geschwärmt, weil es ein Vergnügen ist, diesen Roman zu lesen, weil er aus dem Vollen schöpft. In der Melanie Walschen Übersetzung. In dieser sehr schönen Übersetzung. Aber natürlich, wenn wir jetzt so ganz strenge literarische Kriterien des ästhetischen Feinschliffs anstellen, wenn wir an das 19. Jahrhundert denken, wo ich mein Flaubert habe und mein Proust habe, dann malt der mit grobem Pinsel. Aber er macht es absichtsvoll, der macht es um der Wirkung willen. Das heißt, die Figuren sind natürlich alle extrem überzeichnet. Und da geht es nie um die Subtilitäten der Charakterzeichnung, sondern geht es immer um die eine große Drift der Figur. Es ist ein Melodram, aber wenn am Ende des zweiten Teils, des zweiten Romans, der Roman besteht ja im Grunde aus dreien, unser Held, der gefallene Dichter, der korrupte Journalist, 10 Trinklieder schreiben muss neben der Leiche seiner Geliebten, die buchstäblich aufgebahrt ist, angeschnallt die Leiche, und er die 200 Franc für das Minimalbegräbnis zusammenschreiben muss in einer Nacht, indem er also für einen Verleger so ein Trinklied, dann ist das etwas, was immer noch funktioniert. Ich gebe zu, das ist melodramatisch gemacht, ja. Aber es lässt einen doch die Tränen in die Augen schießen, auch heute noch, oder? Ja, ich finde auch, natürlich ist es kein Flaubert'scher Pinsel, das ist schon klar. Aber ich finde es hier schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde allerdings auch, dass Buch 1 und Buch 3 haben gewisse Längen. Also das Papiergewerbe ist nicht so... Das sind die Teile, die in Angoulême spielen. Genau. Ja, da gibt's dann gibt es eben Teil, noch diesen... des speziellen Papiers, den der David macht, die dann verkauft wird. Das ist alles irgendwie interessant und man hat manchmal das Gefühl, da stecken, also in diesem Roman stecken eigentlich noch 3 weitere. Und das Interessante ist ja, dass er das Schicksal dann von Lucien Chardon, der sich eigentlich ja umbringen will, den verfolgt dann Balzac später ja in einem weiteren Roman über die, wie hieß er noch gleich? Herrera, genau, Glanz und Elend der Kurtisanen. Aber es ist natürlich überhaupt ein großes Thema des 19. Jahrhunderts in Frankreich, der Emporkömmling, der Aufsteiger. Wenn wir Stendhal, Rot und Schwarz, fühlt man sich viel erinnert, wie der Bürgersohn mit der Adligen über die Hintertür der Liebschaft versucht, den sozialen Aufstieg zu machen. Bei Montpassant haben wir in Bel Ami natürlich auch wieder so eine Journalismus-Aufsteigerfigur, wenn ich das richtig erinnere. Ich habe nur das Gefühl, dass wir heute dieser Welt von Balzac näher sind, wie vielleicht absolut. Noch vor einigen Jahrzehnten. Ja, absolut. Ganz sicher. Ja, ja. Ein bisschen ungerecht finde ich jetzt auch, sagen wir mal, im Vergleich wie Marcel Proust, weil diese späteren Autoren, die haben natürlich noch ein viel differenzierteres Besteck. Auch für die soziale Mechanik. Handhaben sie. Und bei Dickens, das ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnerei. Also einige Figuren sind gut. Lucien ist eine interessante Mischung. Der ist nicht durch und durch böse, auf gar keinen Fall. Der ist auch schade. Er ist schwach und es ist schade, dass er verdirbt. Also man ist bei ihm, man möchte ihm eigentlich, dass er doch ein schöner Dichter wird, irgendwie so. Aber er ist schwach.
Und dann gibt es ganz böse Geizhälse und so weiter und so fort. Und die Emporkömmlinge anderer Art, die also viel geriebener sind. Also es gibt ja viele, viele böse Charaktere. Und das ist schon ein bisschen auch, sagen wir, Charakter und Sittenbild dieser Zeit. Und das, was Marcel Proust kann, dass er eine glänzende Figur so ganz langsam aushöhlt, ja, bis dann also eigentlich an Substanz nichts mehr da ist. Ja, das sind diese Techniken, die gibt es in der Zeit meines Erachtens weder in England noch in Frankreich und auch schon gar nicht in Deutschland. Also das ist ein bisschen, hatte Balzac auch zu viel Absicht, sozusagen, ja. Dazu war Balzac viel zu sehr Berserker, würde ich einfach mal sagen. Also vom Temperament her, ihm geht es ja darum, ganz klar zu zeigen, und zwar so, dass es, Verzeihung, jeder dann versteht, der es liest, was passiert, die Kunst ist heute eine Ware und was bedeutet das und wie höhlt es sozusagen die Menschen aus und egal welche Form der Kunst, letztendlich muss alles als Ware in die Welt getragen werden und wer sich sozusagen in irgendeiner Form an dieser Produktionskette beteiligt, der ist charakterlich schnell zu verderben und wahrscheinlich ist er schon verdorben. Das Sein bestimmt das Bewusstsein avant la lettre, aber eines würde mich jetzt schon noch mal interessieren am Beispiel der verlorenen Illusion, diesem zentralen Werk, dieses Romanzyklus von Balzac, der menschlichen Komödie. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass ein heutiger Autor noch mal einen solchen Romanzyklus schreibt? Naja, Tom Wolfe ist der Meinung, er habe dies getan. Die ganze Welt abbilden möchte? Tom Wolfe? Der sieht sich immer als der Nachfolger von Balzac und achtet auch sehr darauf, die Einkommensverhältnisse aller seiner Figuren genauestens anzugeben. Und entsprechende Recherchen. Ich finde, dass Martin Mosebach auch in diese Richtung durchaus geht, mit einem reichen Figurenpalett aus ganz verschiedenen Soziallagen. Ist einer der Autoren, der am meisten sozial... Aber der Humor ist raffinierter und sardonischer bei Mosebach. Natürlich, aber trotzdem, das könnte man... Es ist kein Balzac, ist klar. Also ich glaube sozusagen, wenn man über die menschliche Komödie, das ist natürlich ein riesiges Ding. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ein Daniel Kehlmann so etwas wie den mittleren Teil, also sozusagen, wie funktioniert unser Gewerbe heute oder so, dazu wäre Kehlmann durchaus imstande, das aufs Heutige ein bezogen. Ein Journalistenroman aus der Feder von Daniel Kehlmann, haben wir Grund ein Roman Sorge, über den Literaturbetrieb oder nein, ich sage einfach, ich würde es ihm zutrauen und zwar auf sehr lesenswerte Weise, der durchschaut da sehr viel. Gut, dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt, springen in der Zeit weiter und kommen zu dem Abschlussband einer neuen, einer großen, einer monumentalen, darf man sagen, Biografie aus der Feder von Rainer Stach über Franz Kafka. Nach 18-jähriger Arbeit und knapp 2000 Seiten legt Rainer Stach nun mit Kafka die frühen Jahre, ein Buch über die Anfänge von Franz Kafka, dem Dichter, vor. Ich muss sagen, mir ist es mit diesem Buch seltsam gegangen wie mit keinem anderen. Alles, was ich davor, bevor ich diese Kafka-Biografie von Rainer Stach las, über Kafka zu wissen glaubte, entpuppte sich als falsch. Ich hatte Kafka als kleines Männlein in Erinnerung, das da in seiner Dachkammer irgendwo in seinem Zimmerchen in Prag vor sich hin kritzelt. Und was lese ich? Franz Kafka war 1,81 Meter groß. Das war ein Hühne in seiner Zeit. Ich habe einen Menschen vor mir gehabt, der sich nie aus den Eierschalen lösen konnte, der nicht richtig in die Pötte kam, der diesen Vaterkomplex hatte. Was lese ich bei Stach? Der hatte sexuelle Beziehungen mit über 40 Frauen beispielsweise, was in einer Lebenszeit von 40 Jahren und 11 Monaten ja wahrlich eine interessante Bilanz ist. Ich kann sagen, bevor ich Rainer Stachs Kafka-Biografie gelesen habe, habe ich ein Kafka-Bild schwarz-weiß und zweidimensional gehabt. Nach diesem Wurf von einer Biografie sehe ich Franz Kafka in Farbe und in 3D. Das ist interessant, wie das Rainer Stach in seiner Kafka-Biografie gelingt, denn er ist ja überhaupt kein Biograf, der mit normalen Werkinterpretationen aufwartet, sondern er ist ein Spezialist einerseits der Mentalitätsgeschichte und insbesondere in diesem ersten Band hat er ja ganz wenige Dokumente zur Verfügung, die wirklich aus der Feder von Franz Kafka stammen oder etwas über sein Leben ausschreiben. Nein, er ist ein Archivbiograf, der es fertig bringt, Funde zu machen, wie beispielsweise einer meiner Lieblingstexte von Kafka ist Wunsch, Indianer zu werden. Ja, da ist ganz kurz, da beschreibt also Kafka diesen Wunsch, auf einem Pferd zu sitzen und dann zerfällt das Zaumzeug in nichts und quasi das Pferd selber löst sich auf. Es ist großartig, nur das reine Reiten bleibt übrig. Und
der Stach findet doch tatsächlich in einer Prager Zeitung eine Zeitungsmeldung, die Kafka vermutlich zu dieser Geschichte inspiriert hat, nämlich von der Adoption eines Deutschen durch einen Indianerhäuptling. Das ist so sensationell, solche Funde zu haben, weil man glaubt, klicke die Klack, in Kafkas Kopf versetzt zu werden. Jetzt bin ich gespannt. Wie haben Sie Rainer Stach gelesen? Da ist aber auch noch, also zunächst mal, also überschüttendes Lob für die sprachliche, das sprachliche Können von Herrn Stach. Also das ist eine, das reiht sich in die allerbesten Biografien, die überhaupt in den letzten 100 Jahren geschrieben sind. Da bin ich weltweit, da bin ich ganz sicher. Also so gut schreiben, das muss man erst mal können. Ja? Und zwar, er imitiert Kafka nicht, aber er ist ungeheuer metaphernsicher. Das ist nämlich das Problem. Er zitiert natürlich Kafka, das heißt, seine Sprache steht dann neben Kafkas Sprache und da nicht in die Knie zu gehen. Seine ist ruhiger, seine ist natürlich auch weniger bürokratisch verschränkt als diejenige Kafkas. Und es ist natürlich eine, aber trotzdem von einer Lebendigkeit und von einer Vielzahl also der Elemente, die er da über das alte Prag und über die Tschechen und über das Problem der Tschechen, der Deutschen, der Juden in Prag und so weiter und der Vielvölkerstaat und so weiter. Also was er dazu zusammenbringt an Informationen, die man wirklich, wie mit der heißen Nadel liest praktisch, weil das so aufregend ist und das könnte ja ganz langweilig sein, ja. Also das ist wirklich eine Meisterleistung, wo man wirklich denkt, Menschenskind, wie hat der Kerl so gut schreiben gelernt? Das ist doch so, klasse, ist von einer unglaublichen Souveränität und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, er erzählt ja sehr viel und als ich dann erfahren habe, dass, weil ja Stach sagt, ich erzähle viel, aber nichts, gar nichts an meinem Buch ist erfunden. Er hat ja er ist in Zeitungsarchive gegangen und selbst wenn er an einem Tag das Wetter beschreibt, hat er vorher in alten Archiven nachgeschaut, in alten Zeitungen, wie an dem Tag, um dem es spielt, das Wetter tatsächlich war. Also nichts sozusagen wird bei ihm hinzugedichtet. Und ich glaube, die Kunst ist deswegen so frappierend, weil er Kafka, also das Kafka, es fällt öfter der Begriff des Jahrtausendautors. Er muss sozusagen in uns aber nicht mehr... Aber das ist eine Hülse, Entschuldigung, der Jahrtausendautor ist nicht. Deswegen erwähne ich das, weil das sozusagen der einzige Ausrutscher ist gewissermaßen, denn er muss den Kafka auf kein Podest mehr stellen, weil da steht er längst sozusagen. Kafka ist so groß, dass er nicht mehr, er muss weder zu ihm aufschauen noch sonst etwas, sondern man hat wirklich das Gefühl, er vermittelt ihn uns. Ja, man, also dieser Begriff auf Augenhöhe, der gefällt mir eigentlich nicht. Aber es ist ein Umgang mit dem Gegenstand, der auch erneut von einer großen Freiheit zeugt. Und ich glaube, das macht das so frappierend. A, dass er so gut erzählen kann, aber dass er auch gleichzeitig, er muss uns nicht ständig mit Werkdeutungen kommen oder so. Das brauchen wir nicht mehr. Diese Art Vermittlung ist geleistet worden, sondern er bringt uns wirklich diesen Menschen. Und plötzlich sehe ich einen Kafka, der dauernd schwimmt und reitet, der sportlich ist, hat mich wahnsinnig erstaunt zum Beispiel. Das Verhältnis zu den Eltern, zu der Mutter. Es gibt so viele kleine Dinge, die beiläufig erzählt werden. Und da ist eben gleichzeitig dieses diese Vielvölkerstadt, die Streitereien, die intellektuelle Atmosphäre, das ist mit einer solchen souveränen Gelassenheit geschildert, als wäre er dabei gewesen. Das ist absolut sensationell. Was mich neben der Brillanz des Schreibens bei Herrn Stach wirklich für ihn einnimmt, ist diese Diskretion, die er auch walten lässt. Er kriecht nicht in die Unterwäsche von Franz Kafka, was heutige Biografen gerne an vorderster Stelle oft tun, dass sie nur versuchen, komische, triefige Sexgeschichten auszugraben irgendwie und die dann noch ein bisschen dazu zu erfinden. Aber das gleichzeitig erfahre ich sehr wohl bei ihm, dass er die Prostituierten frequentierte, dass er eine Vorliebe hatte für ältere, dicke Frauen. Das erzählt mir das allerdings erzählt er schon. So, dass man es nicht das es Gefühl hat, einen Revolverplatz zu lesen. Genau so. Jetzt würde mich aber eines interessieren, was ich überhaupt nicht gedacht hätte, bevor ich den Stach las, diese Technikaffinität. Mhm. Im mittleren Band lässt Rainer Stach Franz Kafka den Anrufbeantworter erfinden. Jetzt erfindet er das 3D-Kino. Das ist doch unglaublich. Also diese Rolle, die diese Tätigkeit in der Arbeiterunfallversicherung für Kafka spielte, wo er ja mit modernster Technologie täglich quasi umging, in der Risikofolgenabschätzung, weil er beurteilen musste, wie denn die eine oder andere technische Innovation sich auf die mögliche Verletzungsgefahr der Arbeiter und so weiter auswirkte, die scheint mir doch für sein Werk eine viel, viel größere Rolle gespielt zu haben, als ich das bisher als Kafka-Leser gedacht habe. Das hat mich jetzt nicht so überrascht, weil ich sagen muss, mein ganzes Studium bestand fast ausschließlich aus Kafka-Forschung und zwar in so einem Umfeld,
Poststrukturalismus und Kommunikationstheorien, wo diese Fragen von Gerd Neumann, von Kittler immer an erster Stelle bearbeitet worden sind. Der Phonograph natürlich, die Gespenster in den Telefonleitungen, das ist, glaube ich, aus den Briefen an Milena. Kafka war von allen, von gewissermaßen dem Numinosen in der technischen Erneuerung, die die Kommunikation auf eine neue Ebene stellt, komplett fasziniert. Und er hat in seinen eigenen Erzählungen, in seinen Tagebüchern immer zu Kommunikationssituationen und eben auch die technische Seite dieser Kommunikation sehr genau beschrieben. Und das da heißt, trifft sich natürlich, dass Felice Bauer für den Parallograph, genau, das erste Diktiergerät, genau, der Welt arbeitete. Genau. Ja, ja. Ich muss sagen, wir haben jetzt das Buch charakterisiert stilistisch. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin voller Bewunderung für den Stilisten Rainer Stach. Wir haben es charakterisiert, dass er durch viel Archivarbeit den Blick auf Kafka nochmal unglaublich anreichert. Jetzt haben wir aber eine Seite vergessen und die mir scheint mir im ersten Band doch die entscheidende zu sein, gerade weil der erste Band noch nicht auf sehr viele Selbstzeugnisse von Kafka... Also der erste Band ist paradoxerweise der letzte, der nämlich jetzt erschienen ist, der, ja, Band über die Jugend. Der aktuelle Band, ja, über die Jugend kann kaum auf Selbstzeugnisse von Kafka zurückgreifen. Ändert sich ab 1910, weil dann Kafka Tagebuch schreibt, dann kommt das riesige Briefkonvolut an Felice Bauer, dann später das an Milena. Stach ist ein ausgezeichneter Denker von Historizität. Und er hat mir, unabhängig von der Frage Kafkas, überhaupt erstmal begreiflich gemacht, was es eigentlich heißt, Jude zu sein im Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Welche Mechaniken der Ausgrenzung dort am Werk waren, welche politischen Prozesse griffen, davon machen wir uns gar keine Vorstellung. Es gab, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergeben kann, im Habsburger Österreich eine Art begrenztes Kontingent von jüdischen Männern, die Väter werden durften. Und wenn diese Positionen besetzt waren, dann bekamen die nicht die legitime Erlaubnis zu heiraten und Kinder zu bringen. Die haben natürlich auch Kinder in die Welt gebracht, das waren dann aber Bastard, nicht legitime, ja, Bastarde, weil das Kontingent, das der Habsburger Staat vorgegeben hat, schon überfüllt war. Das alles ist großartig. Er arbeitet zum Beispiel auch ganz spannend heraus, wie just am Tag der Geburt von Kafka, dafür kann Kafka nun nichts, eine Wahl zum Parlament stattgefunden hat, wo zum ersten Mal die tschechische Bevölkerung aufgrund einer Änderung des Wahlrechts die Mehrheit hat. Und plötzlich verschiebt sich die gesamte gesellschaftliche Tektonik und alle deutschsprachigen Habsburger Böhmer, Tschechen sind in heller Panik. Und da beginnt der blutrünstige Antisemitismus im Habsburgerreich loszubrechen. Und der Vater von Kafka mit seinem Galanteriewarenladen reagiert darauf, indem er sich nämlich als tschechische Familie präsentiert, in der angeblich nur der Sohn Franz Deutsch spreche, was den tatsächlichen Sprachformen in der Familie nicht entsprach. Also es ist hochspannend zu sehen, was heißt es, zwischen gewissermaßen, die Juden werden zerrieben zwischen dem neu aufbrechenden Nationalismus der Tschechen und dem Nationalismus der deutschsprachigen Bevölkerung. Aber das ist ja der beste Grund, überhaupt in meinen Augen Dichterbiografien zu lesen, ja, weil ich eher nicht nur etwas über diese einzelne Person erfahren, sondern eben über die Zeit. Ja. Und wenn Stach dann auch noch solche riesigen historischen Bögen schlägt, wie Fenstersturz, Schlacht am Weißen Berg, um mir zu erklären als Leser... Aber nie Selbstzweck. Nein, das, ja, ist genau, immer berechtigt und, ja, sehr, sehr zielgerichtet. Gottfried Benn sagte doch in einem berühmten Aperçu, Kunst ist eine Sache von 50 Leuten und von denen sind 30 noch nicht mal richtig normal. Franz Kafka war sicherlich nicht normal in diesem Sinne. Allerdings der Umkehrschluss ist ja interessant. Nicht jeder, der nicht normal ist, ist ein Franz Kafka. Das würde mich jetzt interessieren. Dieser unglaubliche Anspruch an von Kafka an sich selbst, dieses Streben nach Perfektion. Stach schreibt mal, Homer schläft, Kafka nie. Der ist noch in seinem letzten Fitzelchen perfekt oder will es sein. Voller ist dieser Anspruch, ja, nicht, Sibylle Levitscher, auf letzten Endes unmenschlich? Der hat schreckliche Züge, weil ich meine, es ist ihm ja auch zumindest zu Lebzeiten das Werk verhagelt dadurch. Er hat ja die Romane nicht abschließen können, das war ja der Punkt, dass sie ihm imperfekt erschienen. Er hatte ja auch noch die Wahnidee, dass all diese Romane von der Konstruktion her so solide aufgehen mussten, dass eine wirkliche Apotheose noch hereinbricht, also die alles versammelt am Schluss, was vorher als Bewegung eingetragen wurde in den Roman. Das ist ja natürlich eine völlige Überlastungsidee eines Schlusses, eines Romanschlusses. Und ich meine, von solchen Furien gehetzt zu sein, das ist schon schrecklich. Nur
gleichzeitig also einer, der das Äußerste, das Alleräußerste sich abverlangt und eben nicht zufrieden ist und das auch nicht nur als Schauspieltrick seiner selbst nicht zufrieden ist, ja, sondern wirklich nicht. Das ist ja das Entscheidende daran. Der hat ist ja nie kokett. Er ist nicht kokett. Darin ist er nicht kokett. Und er lässt sich auch von seinen Freunden nicht bestürmen. Ja? Das, was ja dann ein Koketter gerne tut, der dann sagt, ja, jetzt findet der schon gut, jetzt machen wir dann es halt doch oder so. Ja, ist doch klar. Und das ist einfach eine so seltene Figur in der Geistesgeschichte, dass man, ich würde das jetzt nicht unbedingt sagen, dass das auf das Judentum zurückgeht, weil das kann ich mir auch bei einem anderen vorstellen, also diese Haltung nur dazu. Aber es ist natürlich trotz allem etwas sehr extrem Skrupulöses, was aber auch in Teilen von dem jüdischen Außenseitertum auch genährt sein könnte. Das wage ich nicht zu interpretieren, aber also es könnte sein. Also man will der Klassenbeste sein. Ja, und man muss es hauptsächlich, man will es nicht nur, sondern man muss, um überhaupt ein Gehör zu finden, also wirklich ist über eine enorme Hürde springen, um überhaupt publizieren zu dürfen, also vor der Welt, ja. Und das ist schon etwas, was also tragisch ist auf der einen Seite, aber natürlich zu einer wunderbaren Höchstleistung angestiftet hat, vor der man, und das finde ich schon, vor einem Jahrtausendautor doch in die Knie gehen kann. Ich würde das Wort vom Jahrtausendautor, okay, ich kann auch Kafka nicht mit Walter von der Vogelweide vergleichen. Also das scheint mir unsinnig. Jahrhundertautor will ich konzentrieren. Aber ein Jahrtausendautor, das ist also zu weit gegriffen. Zwei Jahrtausend ist mir jetzt egal. Ja, also, eine singuläre Gestalt. Also, ich kann jedenfalls niemals den Stellenteil der FAZ oder einer anderen Zeitung lesen, ohne an diesen berühmten Kafka-Aphorismus ein Käfig gegen einen Vogel suchen zu denken. Ist eben Kafka unheimlich? Lesen können. Er ist mir jetzt weniger unheimlich und vor allen Dingen habe ich nicht mehr das Gefühl, also er bleibt eine Ikone sozusagen, er bleibt irgendwie unanrührbar, das finde ich sehr interessant bei Stach, also obwohl er ihn uns so sehr zeigt, bleibt auch etwas an ihm, es bleibt sozusagen eine Hülle um ihn herum. Und das meine ich als Kompliment für Stach. Also es gibt das Auratische wird gewissermaßen nicht in die Knie gezwungen. Aber ich muss mir jetzt Kafka nicht mehr nur als Leidenden vorstellen. Das habe ich vorher immer getan. Die Legende vom heiligen Franz. Ja. Man muss aber sagen, diese Legende wurde schon sehr früh versucht zu zerschlagen. Schon von Max Brod, der selber immer schon erzählt hat, Kafka habe lachend seine Sachen vorgelesen. Ja, aber man hat Max Brod vielleicht irgendwie nicht so geglaubt. Aber er hat sie natürlich selber konstruiert, indem er sein Werk hauptsächlich aus religiösen Quellen gespeist präsentierte. Aber dieses Buch, der erste Band, der jetzt zuletzt erschienen ist, Kafka die frühen Jahre, endet ja mit einer hinreißenden Beschreibung, da fahren Max Brod und Franz Kafka in Urlaub. Und sie bekommen, wie es ja öfters ist, wenn man zu zweit wegfährt als Freunde, richtig Krach miteinander. Sie gehen dann auch mal ins Casino, aber er schildert eine Szene der Versöhnung, wo sie beide in einem See baden. Und dieser lange, spieligerige Kerl umarmt diesen kleinen Max Brod im Wasser. Und man hat das Gefühl, man hat eigentlich Laurel und Hardy vor sich. So ging es mir jedenfalls. Offenbar soll ja sozusagen diese Kafka-Biografie achtteilig irgendwie verfilmt werden. Wir sind dann ja mal sehr gespannt auf die Schauspieler. Und auf diese Szene speziell. Darauf freue ich mich jedenfalls ganz besonders. Wir sprachen über Franz Kafka, die frühen Jahre von Rainer Stach, den Abschluss seiner grandiosen Kafka-Biografie. Und kommen jetzt zum größten Literaturskandal des 20. Jahrhunderts, wenn wir schon hier im Superlativ reden, und kommen zu Boris Pasternak und Dr. Zhivago. Das ist gerade oder wird zum 125. Geburtstag des Autors am 10. Februar erscheinen in einer neuen Ausgabe, in alter Übersetzung von Thomas Reschke, aber mit einem neuen Vorwort versehen, im Hardcover bei S. Fischer. Sibylle Levitscharow. Ja, ich bin ganz und gar entzückt, dass Sie mir diese Aufgabe übertragen haben, den Dr. Zhivago zu lesen, den ich nicht lesen wollte. Das ist ein Aha-Erlebnis der Sonder. Die Leute auch zu dem Glück zwingen. Ja, manchmal muss, also ich war eigentlich dagegen, ich wollte das nicht lesen, warum sei dahingestellt. Ich bin aber begeistert, dass Sie mir das sozusagen in die Hand gegeben haben. Und zwar,
Also ich war vollkommen verblüfft, dass das also weit jetzt von diesem damaligen Hollywood-Film, den ich so als halbes Kind noch gesehen habe und der natürlich auch ganz wirksam war damals, dass es ein unendlich großer Roman ist, der eine große Zeitspanne beschreibt, wo ein Teil nur diese Liebesgeschichte ist. Und das sind vielleicht nur allenfalls 20% des Romans. Und eine, also zwischen Lara und Dr. Zhivago. Ja, und Dr. Zhivago, was wir so irgendwie alle im Ohr haben oder kennen. Dass es ein ungeheuer weit gespanntes Trapez ist aus Erfahrungen, aus einer irrwitzigen Anzahl von Figuren, die ungefähr seit 1904 bis dann in die späteren stalinistischen Jahre fast oder in die früheren stalinistischen Jahre hineinreichen. Ja? Und das ist ein unglaubliches Kompendium an Kriegsverheerungen, an Verstoßungen, an Tumulten, an eine Gesellschaft, die verzweifelt irgendeinen Halt sucht. Und das aber durchbrochen von einer Fähigkeit, Landschaften und insbesondere Schnee zu beschreiben. Also so etwas Gutes habe ich überhaupt noch nie gelesen. Allein die Schneebeschreibungen von Pasternak, ja, die kommen verlässlich fast in jedem Kapitel vor. Die sind von einer Brillanz, und zwar verschiedene Arten des Schnees. Also die Tumbentropfen, die da so runterkommen, das Gestöber, das nach oben weht, die verschiedenen Lichtverhältnisse des Schnees bei Dunkelheit, bei Helligkeit, bei Sonne und so weiter und so fort. Das ist ganz große Klasse. Und zugleich aber diese überirdisch leuchtende Schönheit des Schnees und diese Figuren, die alle eigentlich gleichzeitig fast am Verrecken sind, auf die scheißlichste Weise, weil sie Hunger leiden, weil sie, also nach dem Ersten Weltkrieg, dann also eine völlig zerfaserte Gesellschaft, die sich in einer langen Lokomotive, da ist Zhivago drin mit Familie, Richtung Ural bewegt, um irgendwie irgendwas zu fressen zu bekommen in einem alten, aufgegebenen Landgut der Frau. Und diese ganze, also ich muss sagen, also ich war dazwischen beim Lesen, also ich war vom Herzen her so getroffen, dass ich es manchmal weglegen musste. Ich dachte, um Gottes Willen, was kommt jetzt noch irgendwie so? Und dass dieses Buch verboten wurde lange Zeit, es konnte ja erst 88 in Russland erscheinen, ist vollkommen klar. Das heißt, Dr. Zhivago, die Hauptfigur selber, ist kein Kommunist, wiewohl er den Kommunisten nicht abhold ist. Er ist ein Einzelgänger, ganz einfach, der philosophisch und menschlich anders denkt und auch durch das vom Christentum geprägt ist, dass er nicht ganz abstreift. Und dieser klare Blick, den die Hauptfigur hat und den Pasternak auch hat, Pasternak steckt in der Hauptfigur zu guten Teilen, da bin ich mir relativ sicher, das wirft eigentlich ein zutiefst verzweifeltes Licht auf diese ganzen Weltretter, die eigentlich Zerstörung bewirken. Also diese Idealisten, die harten Kommunisten, die also eine kalte Fanfare der Menschenverachtung vor sich her stoßen permanent. Dann die ganzen Mitläufer, dann die kleinen Kriegsgewinnler. Das ist eine entsetzliche Gesellschaft eigentlich, in die man da gerät, wo im Grunde auch gar nichts mehr funktioniert. Und nur einzelne Figuren, und das ist natürlich auch das Großartige wieder immer in russischen Romanen, einzelne Figuren von einer Menschlichkeit sind und von einer Herzensgüte in der Not doch irgendwie einem anderen etwas zu essen zu geben oder rauszurücken, wo man wirklich wieder überglänzt dasteht, schön wie im Schnee. Ja. Und das hat mich doch sehr berührt. Schon mal Mangold lebt, Boris Pasternak, das Dr. Zhivago in Kafkas Strafkolonie? Nein. Gar nicht, gar nicht. Völlig andere Welt, völlig anderer Blick, auch auf das politische Geschehen. Bei Kafka sowieso ja die Kraft der Antizipation. Wenn wir die Strafkolonie lesen, denken wir, der nimmt die KZ- und Gulag-Welten vorweg, die es damals noch nicht gab. Bei Pasternak ist es natürlich anders. Die Wirklichkeit, die er beschreibt, kennt er. Und sie sagen, sie wundern sich nicht, dass der Roman nicht erscheinen durfte. In der Tat. Ich dachte mir auch, wie konnte er überhaupt auf die Idee kommen, in der Sowjetunion 1957, dass sowas gedruckt werden könnte. Denn dieses Buch begeht die schlimmste Sünde, die man aus marxistischer Sicht begehen kann. Sie ist subjektiv. Die Erzählweise ist subjektiv. Sie hat keinen Klassenstandpunkt. Sie ist im schwersten Maße defätistisch, denn er beschreibt die ganze Zeit die Welt als etwas Gebrochenes. Und vor allem der Blick, und da finde ich es jetzt spannend zu diskutieren, ist auch kein genuin politischer.
sondern es ist im Gegenteil ein komplett spiritueller. Nein, das ist sozusagen ja, ein landschaftlich spiritueller, wo einem gewiss das alte Klischee des Russen als einer metaphysischen Seele, als einer nach wie Tolstoi gewiss nach den Erlösungsfantasien sich sehnenden Seele so stark vorgeführt wird, da im Übrigen dann manchmal, finde ich, auch mit einem zu deutlichen Pinsel vielleicht. Ja, aber das ist ja gerade das Interessante, es ist nicht nur nicht politisch, sondern er begeht die Ursünde, nämlich eigentlich zu sagen, die Revolution hat auf das wahre Leben der Menschen überhaupt gar keinen Einfluss. Die Revolution ist letztendlich sozusagen Schall und Rauch. Ja. Das ist mit einer solchen Distanz zur Politik geschrieben. Genau, nicht einfach eine andere politische Ansicht. Nein, sondern das ist... ich muss aber dann auch sagen, bei allem, bei aller Freude an Ihrem Gespür für Schnee, liebe Frau Levitscharow. Frau Levitscharows Gespür für Schnee hat mich auch beeindruckt. Ja. Ich war doch auch ein bisschen, gut, nun gebe ich zu, ich habe irgendwie gedacht, das ist von den Vieren, die wir haben, irgendwie der Reißer, den man so verschlingt und den man so am Stück wegliest. Und das ist mir nun also gar nicht geglückt, weil zu diese Handlung, Personen. Viel zu viele dieser Personen. Dieser Roman ist überbevölkert, das muss man also, wirklich betonen. Das hat mich dann, die tauchen auch alle gar nicht wieder auf, das ist dann auch alles irgendwie überhaupt nicht wichtig. Das nervt einen wirklich wahnsinnig. Aber wir erfahren auch, wie noch ihre Tanten heißen. Ja, ganz sicher. Also ich habe mich da, also der Schnee hat das dann für mich nicht aufgewogen. Und ich muss auch sagen, Hans Meyer hat diesen Begriff geprägt, den ich großartig finde, dass sozusagen Pasternak mit sprachlichen Mitteln Chagall geschaffen hat. Und ich bin, Chagall, Bilder in Sprache, aber da ist etwas dran. Und nachdem ich das gelesen hatte, gebe ich zu, hat mich das immer wieder bei der Lektüre eingeholt. Und dann hatte ich doch meine Schwierigkeiten. Auf Seite 364 schreibt Boris Pasternak, wie schön ist alles, was sie tut. Sie liest, als wäre das nicht die höchste Tätigkeit des Menschen, sondern etwas ganz Einfaches, was auch Tiere können. Da haben Sie Ihren Chagall im Grunde bei der Beschreibung der lesenden Lara. Aber was mich interessieren würde, euer Urteil, dieser Roman endet ja nicht als Roman, sondern als Sammlung eines Gedichtkonvoluts, die Gedichte, die Dr. Zhivago geschrieben hat. Und die sollen gewissermaßen die Essenz seines Lebens und Fühlens zum Ausdruck bringen. Ist es euch gelungen, bei der Lektüre dieser Gedichte irgendwie den Roman, den man vorher gelesen hat, in eins zu bringen? In eins zu bringen? Aber da bin ich, insofern bin ich ein bisschen vorsichtig. Die Übersetzung von Thomas Reschke, die Roman, 20 Jahre alt. Die Romanübersetzung ist sehr gut. Ich finde die sehr, sehr gut. Wirklich, ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Ob die Gedichtübersetzung so gut ist, da habe ich leichte Zweifel. Also jedenfalls, die Gedichte sind es nicht. Ob es an der Übersetzung liegt, weiß ich war nicht. Hauptsächlich aber Lyriker, das muss man ja noch Roman. Sagen. Es ist ja sozusagen nicht ein eigentlicher Prosaautor, der dann mal ein Gedicht schreibt, sondern das Hauptwerk ist Lyrik. Aber dieser Roman in seiner jetzigen Form ist doch bitteschön eine Rumpelkiste. Finde ich nicht. Also das ist keine für mich gelungene, homogene Romanform, sondern also das ist ein Zwischenwerk. Hier hätte ein Roman entstehen können. Hätte ein Lektor sehr genutzt. Aber ich glaube, das ist, hier wurde jemand von seinen eigenen Entwürfen überwältigt. In diesem Falle würde ich... Aber die Kraft, die darin steckt, wiederum ist das Tolle. Eine ganz große Kraft. Aber hier muss ich ja immer ein bisschen die ketzerische Frage stellen, ob nicht die Lynch'sche Filmversion, wir bejammern immer sonst jede Romanverfilmung, aber ein bisschen was, muss ich sagen, hat mir dieser Hollywood-Schmachtfetzen gegeben, was mir dieser Roman nicht gegeben hat. Also das ging mir anders. Ich hatte genau die gleiche Mühe, aber das ist das Problem der russischen Romane sehr häufig, dass ein Namensballett auftaucht, das man sich partout nicht merken kann. Aber es wird so oft gesagt, dass Pasternak sozusagen wirklich ein Nachfolger Tolstois sei. Und da muss ich dann sagen, nee. Also das ist einfach, die darf man nicht in einem Satz so stringent zusammenpacken. Ein zweitklassiger Schriftsteller. Nein, das ist ungerecht. Das würde ich so nicht sehen. Also wirklich nicht. Also ich bin von dem Buch so angetan, das würde ich jetzt nicht in irgendeine zweite Reihe verbannen wollen. Ich hatte aber mit den Namen genau die gleichen Schwierigkeiten. Ich musste also auch, ich kann notieren, nicht nachnehmen, ist das der jetzt wieder? Aber ich habe das mit den russischen Namen ganz generell, also ich habe dann irgendwann gedacht, es ist es mir egal, wer es ist. Und ich lese einfach mal weiter. Das irgendwie, das ist dann irgendwie, man kommt auch zum Ziel irgendwie. Ja. Und, aber ich weiß nicht, ich fand das doch hinreißend. Ja. Ich meine, das muss man können. Also ich finde auch, also jetzt nur zur Liebesgeschichte noch, also ich finde schon, dass diese Liebesgeschichte wunderbar erzählt ist. Also das, also die wirklich die innige Liebe, die da aufscheint und die
Also der Schrecken der Entzweiung und sie tritt am Totenbett dann noch einmal auf von weit her und dann erfährt man am Schluss, also wie so ein kleiner Wurm verzerrt, dass sie im Lager verreckt. Ja. Ja. Also der Roman, der hat schon eine, ich finde, der hat schon eine ziemliche Durchschlagkraft. Also und das ist jetzt nur anders als bei Tolstoi, weil es natürlich die härteren Zeiten einfach sind. Ja. Das heißt also, mir rückte diese entsetzlichen Verhältnisse in Russland wirklich, da die rücken einem auf die Pelle, wenn man das liest. Konzidiert, aber hier bin ich nicht kompromissbereit, hier trennen wir uns im Dissens. Das hält uns aber nicht davon ab. Für Sie den Film, für Frau Levitscharow den Roman. Na gut. Was bleibt dann für uns? Die Serie, Wodka? Die Gedichte. Nein, wir wollen unseren Zuschauern doch noch jetzt bei den langen Winterabenden einige Lektüre-Tipps geben. Und unser Gast Sibylle Levitscharow darf anfangen. Ich bin sehr, sehr, sehr bezaubert von einem nicht allzu dicken Buch wie Chivago von Gertrud Leutenecker, Panischer Frühling, der in zwei Stationen heutigen Tags zunächst einmal spielt. Das ist, die Autorin befindet sich in London und erkundet das für sie neue Gelände, kommt da auch mit einer kuriosen Figur in Verbindung, die etwas ein Mal hat am Körper, also ein halber Obdachloser, der da so Zeug verkauft. Und zugleich ist sie getrieben von Erinnerungen an eine sehr schmückende, also bereichernde Kindheit in den Bergen, wo sie beim Bruder der Mutter als Kinder oft gewohnt haben und die Ferien verbracht haben. Und diese beiden Welten sind doch, finde ich, mit einer zauberischen, poetischen Energie verbunden. Das Buch ist einfach sakrisch gut geschrieben. Ja? Und es sind für mich also leuchtende Erinnerungsbilder, wo ich wirklich sage, Herrgott, zack. Also da werde ich ein bisschen neidisch, wenn man sowas kann. Neid ist oft das größte Kompliment. Gertrud Leutenecker, Panischer Frühling, erschienen bei? Sokamp auch, ja. Felicitas von Lobenberg, Ihr Literaturtipp. Ah, mein Literaturtipp stammt von dem Briten, lange in Amerika lebenden Autor Neil Gaiman. Legende im Comic auch. Eine Legende im Comic, liegt allerdings auch schon lang wieder zurück. Er hat massenhaft Preise eingeheimst für großartige, unglaublich gruselige Jugendbücher, für auch großartige Erwachsenenbücher. Das wird alles gerade wieder neu, wird bei uns neu übersetzt, neu entdeckt. Dieses Buch heißt Der Ozean am Ende der Straße. Und wenn ich jetzt versuchen würde, den Inhalt wieder zu geben, würden Sie mich alle angucken und sagen, das klingt aber nach einem seltsamen Buch, weil da lauter Dinge drin geschehen, die so nur geschehen können für eine kindliche Vorstellungskraft, wo man noch nicht trennt zwischen der Magie und dem Realismus. Man nennt so etwas Fantasy, aber ich möchte es nicht so nennen, weil das, glaube ich, zu viele Leute, hatte mich nämlich früher auch, hätte ich immer gedacht, Fantasy ist nicht mein Revier, nicht mein Genre. Das ist ein wunderbar klar geschriebenes Buch. Wenn Sie anfangen, es zu lesen, werden Sie nicht mehr aufhören. Es handelt eben von einem Mann mittleren Alters, der sich erinnert an den Sommer, als er 7 war, wo das Kindermädchen aus der Hölle auftauchte, der ist sozusagen die Antithese zu Mary Poppins, und sein Leben verwüstet hat und er plötzlich gegen Ungeheuer kämpfen musste. Und das tat er mit der Hilfe eines 11-jährigen Mädchens, die schon seit Jahrtausenden lebt. Es klingt alles geheimnisvoll. Es ist, wenn man es liest, nicht mehr geheimnisvoll, sondern einfach nur noch große Literatur. Neil Gaiman, Der Ozean am Ende der Straße, erschienen im Eichborn Verlag. Und Itschomar Mangold ist mit Maxim Biller auf den Hund gekommen. Maxim Biller. Ja. Maxim Biller. Bei jedem Essay, die immer wahnsinnig polemisch sind, rege ich mich auf. Und dann rege ich mich danach noch mehr über mich auf, dass ich mich aufrege, weil seine Thesen meistens so simpel und grob und unterkomplex sind, dass sie eigentlich es gar nicht verdient haben, sich darüber aufzuregen. Und dann kommen seine Bücher, und vielleicht nicht jedes, aber jedes zweite zeigt, der Mann kann erzählen wie kaum ein zweiter. Und ich bringe Ihnen jetzt das dünnste Buch, das in dieser Sendung vermutlich je vorgestellt und anempfohlen ist, mit. Und es ist auch noch ein Kinderbuch. Aber das ist, glaube ich, für euch wurscht, ob Sie es Ihren Kindern vorlesen oder es selber lesen. Sie können sich vorstellen, ein Buch, das nur, keine Ahnung, 28 Seiten hat, wenn ich Ihnen jetzt was über den Inhalt sage, habe ich Ihnen das ganze Buch verraten. Das tue ich nicht. Es erzählt die Geschichte eines Hundes und der Familie, in der dieser Hund ist. Und am Ende stirbt der Hund und Sie haben auf diesen wenigen Seiten ein
ganzes Leben entfaltet. Und es ist so anrührend, es ist so komisch und so hintersinnig. Und es ist auch ganz viel Soziologie dabei. Also auf diese feine Art, mit der diese Familie, die den Hund Jack Happy hat, geschildert wird, dass es ein einziges Vergnügen ist. Ich war todunglücklich in diesem Moment, dass ich noch kinderlos bin, weil ich dachte, dieses Buch würde ich gerne meinem Sohn oder meiner Tochter abends vorlesen. Wie, ich dachte, das hätte Ihnen jetzt Dackel den Wunsch Waldi. Nach einem Hund ausgelöst. Wer will denn Kinder? Es geht um einen Hund. Jack Happy. Erschienen von Maxim Biller. In welchem Verlag? Atlantik Verlag ist eine neue Linie bei Hoffmann und Campe, wenn ich da richtig informiert bin. Und zum Schluss gehe ich nochmal zurück in die Klassik und empfehle Heinrich Steinfest, ein wunderbarer, ein genialer Autor, ein Österreicher, der in Stuttgart liebt und auch sonst und lebt und auch sonst ziemlich schrullig drauf ist. Seine Neuerzählung des Nibelungenliedes, seine Nacherzählung des Nibelungenliedes, Der Nibelungenuntergang. Heinrich Steinfest gelingt darin eine Klassikersubversion, kann man fast sagen, von einer so blutrünstigen Geschichte, eine so intelligente Fassung herzustellen, die Fragen nach dem stellt, was denn den Helden ausmacht, wie man in Drachenblut badet und wer denn eigentlich dabei war und uns überhaupt daran erinnert, in den Worten Chestertons, glaube ich, dass es bei Drachengeschichten nicht darauf ankommt, ob Drachen gelebt haben und ob die wahr sind, sondern dass es darauf ankommt, dass man Drachen besiegen kann. Und darum geht es auch in Heinrich Steinfest, Der Nibelungenuntergang. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Sibylle Levitscharow, an Felicitas von Lovenberg, an Ichoma Mangold. Wieder mal haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.